Im Stück König Johann gibt es eine ganz zentrale, wichtige Figur und das ist die Königin Eleonore. Wäre nur die Angoulême ein wenig schöner. Mut! Ist sie auch etwas schief? Sie ist hier nützlich. Eleonore von Aquitanien, die ist zu Beginn des Stückes im Grunde schon fast 80 und hat eine beachtliche Biografie hinter sich. Sie hat ganz viele Rollen und Funktionen bisher erfüllt. Sie war eigentlich als Kind ziemlich früh die Alleinerbin des Herzogtums von Aquitanien. Das ist von der Loire bis zu den Pyrenäen, im Grunde der ganze südwestliche Teil von Frankreich. Da ihr Vater gestorben ist, als sie wahrscheinlich 12 war, musste sie auch schnell verheiratet werden, damit überhaupt Aquitanien eine Überlebenschance hatte. Die kleine Eleonore wird mit 12 dem Thronfolger von Frankreich, Ludwig VII., verheiratet. Das heißt, sie ist schon als Halbwüchsige Königin von Frankreich geworden. Das ist schon nicht wenig. Nach 10 Jahren Ehe fahren beide gemeinsam in den zweiten Kreuzzug Richtung Osten. Sie fährt also bis nach Konstantinopel. Sie ist auch mitten in einer chaotischen Schlacht in der Türkei. Sie kommen gemeinsam bis nach Antiochia und da kommt es zu einer ziemlichen Ehekrise mit ihrem Gatten Ludwig. Die Ehe ist zu Ende. Beide fahren zurück über Rom. Eine Tochter wird zwar noch geboren, aber nach diesem Krach hat Eleonore einfach keine Lust mehr mit Ludwig VII., mit dem Louis, weiterzumachen und sie sorgt im Grunde dafür, dass diese Ehe annulliert wird. Somit kommt sie in ihrer nächsten Rolle, im Grunde beste Partie Europas, denn alle wollen nun mal an die Herzogin von Aquitanien ran, weil sie behält Aquitanien, obwohl sie nicht mehr Königin von Frankreich ist. 2 Entführungsversuche muss sie auf dem Weg nach Hause über sich ergehen lassen. Sie kann denen entkommen und nach ein paar Wochen, das ist ein ziemlicher Schlag für Frankreich, ist die ehemalige Königin von Frankreich mit dem Thronfolger von England vermählt. Dieser Thronfolger von England wird 2 Jahre später als Henry II., Heinrich II., auch tatsächlich König von England. Das heißt, dieser wichtige Teil Aquitanien flippt gewissermaßen, obwohl es immer noch ein Vasall von Frankreich ist, aber von Frankreich zu England. Und das ist natürlich nicht gut von französischer Seite gesehen. Eleonore hat allerdings dann mit Henry eine sehr, sehr schöne Zeit zuerst. Sie gebiert 8 Kinder, 5 Jungs und 3 Mädchen. Doch auch da geht es irgendwann mit den Jahren, wird das nicht mehr so gut. Sie wird von der starken, mitgestalternden Königin von England allmählich zur verlassenen Ehefrau, denn Henry hat jetzt auch eine Mätresse. Dann gibt es auch diese traurige Geschichte mit dem Erzbischof von Canterbury, dem Thomas Becket, aber das ist Thema für ein anderes Stück. Wie auch immer, Henry wird irgendwie von seinem Volk auch verhasst. Und Eleonore hat kein Vertrauen mehr in ihm, deswegen unterstützt sie ihre eigenen Söhne in dem Aufstand gegen ihren Vater. Leider missglückt der Aufstand und Eleonore wird auf der Stelle verhaftet und muss 15 Jahre nun in Hausarrest verbringen. 1189, als Henry endlich stirbt, gestürzt von seinem Sohn Richard, wird Richard, der Lieblingssohn von Eleonore, als erstes seine Mutter endlich befreien und nun wird wieder die Politikerin Eleonore unterwegs sein. Sie wird dafür sorgen, dass Aquitanien und die französischen Länder von England einfach dem neuen König gehorchen, zumal Richard, kaum ist der König, sofort in den Kreuzzug nach Osten geht. Das heißt, sie wird Statthalterin für ihren Sohn, sie ist zu dem Zeitpunkt schon über 65, wahrscheinlich sogar 70. Und während der Sohn Krieg in den Osten macht, wird sie einfach England, Aquitanien, dieses riesige Reich auch verwalten. Sie wird auch dafür sorgen, dass der letzte ihrer Söhne, Johann Jean, nicht in Abwesenheit seines Bruders die Krone von England übernimmt, weil mit Unterstützung von Frankreich gibt es Interesse daran. Blöderweise ist Richard nicht nur weg, noch dazu wird er von Österreich nun verhaftet. Und jetzt muss wieder Eleonore aktiv sein und das Lösegeld für ihren Sohn organisieren. Es ist eine unglaubliche Summe. Wir sprechen von im Grunde 3 Tonnen Silber, was dem Jahreseinkommen von, also 2 bis 3 Jahreseinkommen der Könige der englischen Krone entspricht. Sie macht riesige Schulden auch, damit einfach ihr Lieblingssohn zurückkommen kann. Sie bringt auch, sie ist 70,
persönlich dieses Geld bis nach Mainz und bringt dann den Richard zurück, der dann wieder König wird, dann auch immer wieder kleine Kriege macht und 5 Jahre später wieder stirbt. Dann muss Eleonore, die ist mittlerweile 75, wahrscheinlich 77, vielleicht sogar 80, jetzt noch dafür sorgen, dass ihr letzter Sohn John, den sie davor von der Krone abhalten musste, jetzt auch anerkannt wird von diesen ganzen neuen Ländern. Das heißt, schon wieder muss sie eine politische Tour machen, um einfach die Länder zu sichern. Und sie muss auch noch darum sich kümmern, dass Frankreich in Schach gehalten wird. Da hat sie eine ziemlich geniale Idee. Und das ist auch, was wir im Stück bei Shakespeare und Dürrenmatt auch indirekt mitbekommen, auch wenn es hier anders erzählt wird. Sie sorgt dafür, dass ihre Enkelin, die in Spanien ist, Blanca, mit dem Sohn des französischen Königs vermählt wird. Das heißt, sie schafft es noch, eine unglaubliche diplomatische Aktion auf die Beine zu bringen, damit überhaupt dieses England, dieses riesige Reich, das sie zum Teil mitgestaltet hat, einfach auch weiter bestehen kann. Das ist, was am Anfang des Stücks passiert. Sie ist 80, man könnte sagen, jetzt könnte sie sich endlich zur Ruhe geben. Historisch ist es so, dass sie auch dann noch einmal mitten in einem Krieg kommen wird, weil dieser Frieden wird nicht halten. Und sie muss noch mit über 80 eigentlich dann noch einmal fliehen. Aber 1204 ist es soweit. Nach einem sehr langen, erfolgreichen, komplexen, abenteuerlichen Leben ist die große Eleonore von Aquitanien endlich, kann sie sich zur Ruhe legen. Sie ist wahrscheinlich möglicherweise die mächtigste Frau des gesamten westlichen Mittelalters. Wobei als einzige für diesen Titel auch ihre Enkelin Blanca, die in unserem Stück auch vorkommt, die eine ganz wichtige französische Königin sein wird, diesen Titel könnte sie eher auch streitig machen. Aber man hat in dieser Familie mit Männern zu tun, die gerne Krieg machen und nicht immer effizient sind, aber die Frauen, die liefern.